zusammen. Ich wurde gebeten, in den Kommentaren von meinem Video zu Website X5 Evolution 12 mal ein neues Video zu machen, und zwar von der Evolution 14. Ja, die Software habe ich installiert, ich habe mich angemeldet mit meinem Account und jetzt geht's los. Und zwar war das die Frage danach, wie baut man denn eigentlich eine Webseite hiermit auf? Wie erstellt man einzelne Seiten? Wie fügt man Seiten den einzelnen Elementen oder wie fügt man einzelne Elemente auf die entsprechenden Seiten hinzu? Wir fangen einmal an, also die Software ist gestartet und ich klicke jetzt hier oben rechts auf Start, dann geht es schon los. Was möchte ich haben? Ein bereits erstelltes Projekt bearbeiten oder ein neues Projekt erstellen? Ich würde mal sagen, ich entscheide mich für ein neues Projekt, weil ich habe ja gar kein altes Projekt hier. Also tippe ich auch hier oben rechts, ist immer der Weiter- und Zurückschalter. Ich tippe hier einfach mal auf Weiter und schaue, was passiert. So, als erstes muss ich mir ein Template auswählen, also ein Aussehen oder das Aussehen für meine Webseite. Ja, das finde ich schon ganz nett hier, das Nahrungsmittel 2, ja, warum auch nicht? Hier könnte man eine schöne Website draus machen. Also Auswahl der Templates, hier sind die Templates alle kategorisiert. Alle Templates, wo eben Free dran steht, die können verwendet werden. Und andere Templates können, soviel ich weiß, erworben werden. Hier zum Beispiel. Ja, wenn man dieses Template erwerben will, dann müsste man 16 Guthaben haben. Und dieses Guthaben könnte man dann quasi hier in Credit-Paketen bestellen. Also da würde man dann einen gewissen Betrag bezahlen, würde so und so viel Credits dann für kriegen. Und aus diesen Credits könnte man dann eben diese Templates kaufen oder Plugins oder whatever. So, jetzt gucke ich noch mal nach. Das war irgendwie Nahrungsmittel, was mir so gut gefallen hat. Ich suche das Template gerade noch mal. Jetzt suche ich hier. Da ist es. Nahrungsmittel 2. Das also scheint gratis zu sein. Hier steht ja, ich hätte das schon gekauft. Also nehme ich dieses Template auch und versuche es einmal zu nehmen und bestätige das Ganze hier mit OK. Jetzt läuft die Vorbereitung meiner Projektdatei. Ja, und schon bin ich in dem Teil drin, wo ich meine Website-Einstellung oder erstmal das Grund oder den Grund überhaupt meiner Website aufbauen muss. Das heißt, wie soll denn meine Webseite heißen? Ich sag mal einfach mein Hund Balu. Dann möchte ich da etwas über meinen Hund schreiben. Dann, wer ist der Autor der Webseite? Das wäre ja dann immer derjenige selbst, der die Webseite erstellt. Kategorie der Webseite. Ja, was kommt hier rein? Hier wählen wir eine Kategorie aus, in die unsere Website am besten passt. Vom Inhalt her. Und das wäre bei mir jetzt hier Haustiere. Die URL ihrer Website. Ja, ich sag mal, meine würde heißen so und Schrägstrich Balu. Ich habe das jetzt noch nicht angelegt auf dem Server, aber ich würde das einfach mal so benennen. Und dann habe ich hier eine Beschreibung der Webseite. Das ist nachher die Beschreibung, die man auch lesen kann in den Suchmaschinen. Also hier sollte man sich wirklich gut überlegen, was man hier so alles eintippelt. Dann haben wir Icon für die Webseite. Was ist das Icon für die Webseite? Naja, das ist dieses Favoriten-Icon, ja. Das, was eigentlich eingeblendet wird, wenn man, ich zeige das mal eben. So, ich habe jetzt hier einmal den Firefox gestartet, habe die wattblicker.de-Seite aufgerufen und wo ist dieses Fav-Icon? Das ist dieses Symbol hier oben drin. Das heißt, wenn ich mir jetzt diese Seite hier als Bookmark setzen würde, dann würde ich hier dieses Fav-Icon, also dieses Favoriten-Icon angezeigt werden. Ich gehe mal auf Löschen hier wieder und schließe das Ganze. Bild für die Website. Ja, hier kann man also auch noch ein Bild hinterlegen. Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar, wofür das eigentlich ist. Dann habe ich hier noch einen weiteren Reiter, der nennt sich Erweitert. Da klicke ich einmal drauf. Was habe ich hier noch? Webseiteneinstellungen. Hier kann ich also quasi, wenn ich einen Blog daraus machen wollte und so weiter, kann ich hier also noch einige andere Sachen mit reinnehmen. Aber ich möchte jetzt erstmal eine ganz einfache Website haben. Deshalb lasse ich das alles so, wie das hier ist und tippe oben rechts auf Weiter. Dann komme ich jetzt in die Einstellung des Templates.
Auflösung und responsives Webdesign. Was ist denn responsives Webdesign oder responsives Design? Also responsives Design ist, ja, da wird die Webseite passt sich quasi dem Endgerät an. Ja? Das heißt, wenn ich die Webseite auf dem Monitor betrachte, dann wird die mir groß und ja, so dargestellt, wie ich sie hier eben zusammenstelle. Und wenn ich mir die auf kleineren Geräten anschaue, auf Smartphones und so weiter, dann wird die Webseite eben so formatiert, dass ich alles erkennen kann und dass ich auch alle Elemente gut bedienen kann auf der Webseite. Also mal ganz umständlich erklärt. Ich könnte das hier einmal an einem Beispiel zeigen vom Wattblicker, der allerdings auf WordPress aufgebaut ist und nicht auf Website X5 Evolution. Aber auch hier gilt das Responsiv-Webdesign. So, hier einmal der Wattblicker geöffnet im Browser mit einer Auflösung 1920 zu 1024 Pixel. Also alles in groß dargestellt. Jetzt gehe ich mal auf eine verkleinerte Ansicht und simuliere einfach mal, als wenn ich jetzt hier mit einem Tablet drauf gucke. Und man sieht jetzt, dass ab einer bestimmten Größe zum Beispiel das Menü hier wegfällt und in so ein Hamburger-Menü umgeleitet wird. Ja? Also responsiv. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterroll, sehe ich alles noch. Ich brauche nicht nach rechts scrollen. Und desto weiter ich meine Auflösung verkleinere, desto optimaler wird dieses Responsiv-Webdesign eben an mein Endgerät. Wenn das jetzt hier zum Beispiel ein Smartphone wäre, wie schmal wäre denn ein Smartphone, sagen wir mal so, wird das dann entsprechend hier angepasst. Und wenn ich es wieder auf groß stelle, dann habe ich wieder meine ganz normale große Ansicht. So, dann haben wir hier, da klicken wir einmal rein, responsiv. Responsiv ist immer aufgeteilt in bestimmte Elemente. Ja, wir haben jetzt hier einmal einen Umbruch 1150 Pixel für Desktop-Rechner, das heißt für Monitor. Das heißt, ist also quasi eine Seite größer oder gleich. 1150 Pixel wird die Webseite eben für die Monitore dargestellt. Ist eine Webseite zwischen 1149 Pixel und 720 Pixel, wird sie für ein Tablet, im Tablet Breitbild dargestellt. Und so fährt das Ganze natürlich hier weiter. Dann haben wir Tablet im Hochformat, Smartphone im Querformat und Smartphone im Hochformat, alles was kleiner als 480 Pixel ist. Allerdings muss man dazu sagen, Smartphones, die kleiner als 480 Pixel sind, kann man auch in die Tonne klopfen, weil da kann man sowieso kaum was drauf lesen. Gut, dann bestätige ich das Ganze hier oben mit OK, weil das kann ich alles so lassen, da bin ich vollkommen mit einverstanden und gehe jetzt mal auf die Struktur des Templates, gucke mir das mal an. Ja, hier kann ich also quasi den Header und den Footer, die Kopfzeile und die Fußzeile von meinem Template bearbeiten. Ich kann jetzt hier beispielsweise eine Bilddatei reinlegen. Das könnte ich jetzt einmal machen. Das Interessante ist, ich möchte jetzt gar kein lokales Bild von mir nehmen, sondern wenn ich hier drauf klicke, dann wird eine Online-Quelle gewählt und zwar pixabay.com ist das. Hier sind quelloffene Bilder, das heißt, die sind Public Domain, die dürfen frei verwendet werden, ohne dass man irgendwelche Quellangaben machen müsste. Ja, das kann man also auf der Seite auch nachlesen. Allerdings finde ich es immer besser, wenn man irgendwelche Quellangaben macht, wo die Bilder auch herkommen. Aber das nur am Rande. Jetzt suche ich hier einfach mal nach einem Hundebild. Hund, so. Drück auf Enter, dann kriege ich hier schon schöne Bilder angezeigt. Ich entscheide mich einfach mal für diesen hier, sage okay. Jetzt liegt dieses Bild hier im Hintergrund, weil ich auch hier im Seitenhintergrund war. Also hier hätte ich jetzt dieses Bild reinsetzen können. Wenn ich dieses Bild nicht will, dann kann ich das natürlich hier auch jederzeit wieder rausschmeißen. Ich kann den Hintergrund hier fixieren. Das heißt, der Hintergrund selber wird nicht gescrollt, sondern der steht dann fest. Ja, ich kann auch hier sagen, wie oft das Bild wiederholt werden soll, etc. Also hier habe ich durchaus die eine oder andere Möglichkeit. Natürlich kann ich auch hier den Hintergrund farblich gestalten, wenn ich das denn möchte
oder ich halte ihn weiter auf transparent. Das würde alles funktionieren. So, ich versuche das mal eben hier mit Steuerung Z, kriege ich das also auch nicht wieder raus. Das wäre jetzt für die Responsivanzeige hier auf dem Monitor. Wenn ich jetzt hier gucke, so wird das dann nachher aussehen auf den Tablets. Eben hier alles entsprechend formatiert für die Endgeräte. Ich bestätige das Ganze wieder mit dem Haken. Ich lasse das Bild jetzt da einfach mal drin. Inhalte des Templates, da gucken wir auch mal eben rein, was können wir hier machen. Strawberry können wir hier schreiben. Da gucken wir mal, was das soll. Ach so, ja genau, das geht ja hier um den Titel. Da schreibe ich jetzt natürlich nicht Strawberry rein, sondern mein Hund Balu. Wie habe ich das jetzt gemacht, dass ich hier überhaupt hingekommen bin? Ich bin einfach hier auf die Schrift gegangen, habe doppelt drauf geklickt, dann geht der Editor eben entsprechend auf und ich kann jetzt hier meinen Text eingeben. Ich kann natürlich hier Schriftarten wählen, Schriftgrößen wählen, also Bold und Italic heißt das hier, also das heißt fett und kursiv, Textfarben zentriert. Ich kann hier Long Shadow zum Beispiel machen, dann kriege ich hier so einen kleinen Schatten noch drunter. Ich kann Rotation machen, dann ist es also so ein bisschen quergestellt. Ja, was kann ich hier noch machen? Da muss man halt wirklich mal so ein bisschen rumprobieren auch. Ja, da darf man keine Angst haben. Einfach mal probieren. Und wenn es nicht gefällt, einfach wieder auf das zurückstellen, was jetzt hier eben ausgewählt worden ist. Wenn ich jetzt hier den Long Shadow habe, dann kann ich natürlich hier auch ein bisschen mehr manipulieren, indem ich den noch stärker setze, zum Beispiel hier 1919. Das wäre ja schon eher so ein Long Shadow, ja. Und das bestätige ich einfach mit OK. Und dann kommt das nachher hier auch so rein. Das war jetzt der Header. Dann muss ich natürlich entsprechend hier auch gucken, so wie das dann auf den anderen auch aussieht. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich das hier natürlich auch verkleinern für diese Bildschirmauflösung. Dann gehe ich mal hier oben in die Fußzeile rein. Hier steht auch wieder Strawberry. Da muss natürlich auch wieder rein mein Hund Balu. Ich tippe da einmal hier auf OK. Und ja, hier sind Elemente drin. Was sind das für Elemente? Website, Objekt. Hier sind so ein paar Links drin. Da müsste man aber später nochmal gucken, was das jetzt genau hier zu sagen hat und was wir hier dann genau für Inhalte reinsetzen. Dann haben wir noch die Seitenleiste. Ja, da möchte ich eigentlich gar nichts haben, weil hier ist auch keine Seitenleiste vorgesehen. Ich klicke wieder auf OK. Dann haben wir Textstil, Felder und Buttons. Also hier kann ich natürlich die Schriftart schon direkt festsetzen, die ich als Hauptschriftart verwenden möchte. Da sind hier websichere Schriften drin. Ja, das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte haben. Ja, sagen wir mal, Arial ist immer ein schönes, klares Schriftbild. Schriftgröße 16 für die Titel. Ja, dann habe ich hier oben Dropdown-Menü. Da kann ich jetzt für den Seitentext zum Beispiel auswählen. Das wäre hier mal angezeigt. Da wähle ich mir dann auch wieder Arial aus und ich wäre für die Schriftgröße, na, sagen wir mal 12 vielleicht. Ich bin immer ein Freund davon, wenn es etwas größer ist. Und so kann ich mich hier halt durch diese einzelnen Elemente durchwursteln. Das heißt, ich könnte hier meine aktiven Links, ja, das sind also die Sachen, die ich nachher anklickern kann. Da könnte ich normal oder mit Unterstreichung, was soll der für eine Textfarbe haben, aktiver Link, sagen wir mal, die Farbe sollte der kriegen. Dann könnte ich hier sogar einen Mauszeiger. Also es gibt ja so kleine Mauszeiger, die man aus dem Internet laden kann. Könnte ich jetzt hier quasi noch einsetzen, dass wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, ein anderer Mauszeiger kommt. Dann könnte ich die Buttons hier zum Beispiel ändern. Buttons hier, die Buttonfarbe wird mir jetzt zum Beispiel nicht gefallen. Dann könnte ich die ändern. Kann hier auch noch die Ecken abrunden an dem Button, wenn ich denn das gerne haben möchte. Und so kann ich mich eben durch diesen ganzen Textstil ziehen. Das Ganze bestätige ich auch wieder hier oben mit OK. Im Übrigen hier diese Diskette, die heißt Speichern. Das ist natürlich immer mal anzuraten, da ab und zu mal drauf zu klickern,
damit das Projekt auch gespeichert wird. Ja, jetzt haben wir hier Quick-Info bei Mouse-Over. Das heißt, wenn ich mit der Maus irgendwo drüber fahre, können dann solche Pop-up-Fenster kommen oder so kleine Tooltips kommen. E-Mail-Layout kann ich hier anpassen. Das möchte ich jetzt alles aber gar nicht im Einzelnen machen, weil dazu müsste ich einfach hier reinklicken und mich wieder hier im Dropdown durchbemühen, eben meine Bilddatei hier auswählen, wenn ich denn ein Logo hätte oder sowas. Das schenke ich mir jetzt hier an der Stelle und sage, ich verlasse jetzt einfach mal das Feld der Vorlagen und klicke auf Weiter und gehe in meine Sitemap rein. Die Sitemap ist ja das Wichtigste überhaupt, weil hier lege ich meine Seiten fest. Ich werde jetzt mal diese Musterseiten hier drin entfernen. Dazu klicke ich die Seite entsprechend an und gehe rechts auf Entfernen. Also, die Homepage ist ja klar. Das ist meine Home-Seite, meine Startseite. Und dann sage ich jetzt eine neue Seite. Die nenne ich zum Beispiel über Balu. Die nächste Seite nenne ich Bilder. Die nächste Seite nenne ich Kontakt und die nächste Seite Impressum. Bitte immer darauf achten, dass auf jeder Website ein Impressum ist, egal ob privat oder geschäftlich. So, das habe ich jetzt erstmal angelegt. Also, wir haben jetzt erstmal eine klare Struktur von unserer Webseite. Ich tippe hier oben auch nochmal auf Speichern, damit das Projekt, so wie es bisher ist, auch gespeichert wird. Und gehe jetzt auf Weiter und komme dann hier auf den Punkt 4 Seiten. Also man sieht, durch dieses Schritt für Schritt komme ich eigentlich ganz schnell zu einer Website, die ich nachher haben will, die ich veröffentlichen kann. Ich gehe auf Weiter und ich bin jetzt auf der Homepage. Also, meine Homepage ist ja meine Eingangsseite. Jetzt habe ich hier vier so Quadrate. Die könnte ich hier unten noch von den Breiten her anpassen und so weiter. Das heißt, warum habe ich hier vier Quadrate? Ich könnte einmal jetzt mir hier ein Textelement reinziehen und sage, auf der nächsten Seite möchte ich ein Bild haben. Und hier unten drunter möchte ich jetzt vielleicht, schauen wir mal, eine Tabelle haben. Die möchte ich aber komplett über den ganzen Seitenbereich haben, dann ziehe ich die einfach mit gedrückter Maustaste über diese zwei Felder. So, das habe ich hier jetzt einmal getan. Dann habe ich hier also mein Textfeld und jetzt möchte ich den Text natürlich bearbeiten. Dazu mache ich einen Doppelklick hier rein. Ich sehe, der steht schon auf der Schriftart und Schriftgröße, die ich mir ausgewählt habe. Herzlich willkommen auf meiner Seite. Ausrufezeichen, das mache ich vielleicht noch fett. Jetzt will ich ja nicht fett weiterschreiben, also mache ich Bold off. So, hier, warum geht der auf 8? Müssen wir mal eben kurz gucken, warum er das macht. Ja, warum macht er das? Das ist eine gute Frage, ist aber nicht schlimm. Wir gehen einfach hier auf die. Nee, Moment, das kann ich so nicht lassen. So. Also, sobald ich Bold off mache, geht er hier auf. Ob das ein Bug ist im Programm, scheint mir ja fast so. Dann versuchen wir das mal anders. Ich gehe nochmal hier auf Speichern, klicke nochmal zweimal hier rein. Hier stellt sich Balu vor. Punkt. Und dann nehme ich mal das Fett raus. Ja, jetzt funktioniert es. Also da muss ich gerade wohl einen kleinen Bug drin gehabt haben. Hier kann ich natürlich so viel Text reinknallen, wie ich will. Man sollte halt immer darauf achten, dass Texte werden generell, wenn die so lang sind, nicht unbedingt gelesen. Also gehen wir hier oben auf Speichern. Hier habe ich also meinen Text. Hier ist ja diese Vorschau. Dann möchte ich hier ein Bild einfügen, eine lokale Datei oder eine Datei aus dem Internet. Ich entscheide mich hier wieder für Pixabay. Und ich habe ja hier vorhin nach Hunden gesucht. Beziehungsweise nein, ich entscheide mich für eine lokale Datei, weil es geht ja um den Hund Balu. So, ich habe jetzt mal eben die lokale Datei von meinem Rechner hier eingefügt. Jetzt kann ich hier noch einen Titel eingeben.
und Alternativtext, also solange das Bild noch nicht geladen ist, würde der Alternativtext hier reinkommen und ich könnte das Bild hier auch noch verlinken und ich kann es hier rüber sogar noch bearbeiten. Das heißt, ich habe hier, ja, das ist schon ein bisschen mehr als nur rudimentär, einen kleinen Editor, mit dem ich dann eben hier Filter drüber setzen könnte, Weichzeichnung oder wie auch immer, oder Sepia-Effekt. Ich könnte ein Wasserzeichen hier reinsetzen, also wenn ich jetzt sage, ich möchte hier ein Copyright-Vermerk reinhaben, könnte ich den auch hier mit reinsetzen. Wir gucken mal eben. Und das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, sagen wir mal so, den würden wir jetzt hier reinsetzen. Wir können verschiedene Masken draufsetzen. Einen Rahmen können wir jetzt zum Beispiel drum machen. Was ich jetzt auch wieder ganz toll finde, das bietet Ihnen ja die Software hier schon an. Also kann man das ja ruhig auch verwenden. So Tesafilmstreifen sehen doch immer hübsch aus. Also hier hat man auch ganz viele verschiedene Rahmen und Masken. Also die Hersteller haben hier wirklich an vieles gedacht. Effekt, ja, man könnte hier eine Spiegelung erzeugen. Dann hat man hier eben so einen Spiegel drin oder eine Welle. Was wäre die Welle? Achso, dann kommt so eine Welle ins Bild rein. Und was haben wir in der Bibliothek? Ach, das ist auch interessant. Hier haben wir also verschiedene vordefinierte Muster schon, die wir verwenden können. Aber wir lassen das einfach mal so, gehen auf OK. Das Bild wird eben angepasst. Und ich habe hier weitere Reiter, Anzeige. Da gucke ich mal eben. Bildgröße automatisch anpassen. Ja, ist ja für responsiv sehr gut. Die Qualität des Bildes auf 90% runterschrauben. Bilder urheberrechtlich schützen. Ja, dann verweigert der Browser das Kopieren des Bildes. Das ist ein bisschen Augenwischerei, weil wenn ich ein Bild haben will, dann kriege ich das auch raus. Das ist spätestens dann, wenn ich einen Screenshot mache. Aber es ist tatsächlich so, wenn man das macht, dann läuft da ein Skript hinter, dass man eben das nicht mit rechter Maustaste runterladen kann. Dann haben wir hier Mouse-Over-Effekt. Ja, das könnte Zoom und Text zum Beispiel. Dann wird das Bild also vergrößert und ich könnte noch einen Text dahinter legen. Sitemap, ja, Sitemap brauche ich das Bild jetzt nicht einbinden. Ich gehe einfach auf OK. So, dann sieht das schon so aus. Ich schaue mir mal die Website in der Vorschau hier an. So, die Vorschau wird generiert. Ja, hier habe ich mir das gerade selber versemmelt, da ich hier so ein Bild reingesetzt habe. Aber das kann ich ja noch ändern. Also mein Hund Balu. Irgendwo steht noch Strawberry. Das müsste ich tatsächlich noch ändern oder anpassen. Aber so würde das bisher jetzt ausschauen. Und ja, das sind ja diese einzelnen Sachen, die wir vorhin gesehen haben, wo ich also meinen eigenen Content noch reinpacken kann. Und das Menü hätten wir hier. Das würde dann in diesem Template eben hier so geöffnet werden. Gut, dann gehen wir mal eben kurz weiter. Und dann haben wir hier, achso, genau, wir haben hier diese Elemente, die wir alle hier verwenden können. Wir haben einen großen Katalog hier. Ja. Wir können also auch Icons ändern. Dann könnten wir hier Social Icons nehmen. Oder was haben wir hier noch? Ein Translator. Dann könnten wir einen Google Translator hier einbinden. Oder wir gehen einfach mal auf alle Kategorien. Dann sehen wir, was wir hier überhaupt alles verwenden können. Ja, und diese Kategorien, die kann man hier drüber verwalten. Und dann sehen wir schon hier, von Aveson Icons 10 Euro oder 10 Guthaben brauche ich dafür. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil da habe ich alle möglichen Icons drin, die ich nachher auch in meiner Webseite verwenden könnte. Wir gehen hier auch mal auf alle Kategorien und dann sehe ich quasi, was von diesen ganzen Plugins hier Geld kostet, was eben kein Geld kosten würde. Und wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich wollte eine YouTube Galerie haben, die jetzt hier gratis wäre, dann tippe ich hier einfach auf gratis, muss mein Kennwort eingeben, ich weiß gar nicht, ob ich das auswendig kenne, dann wird die quasi gekauft, da sie ja gratis ist, ist es ja überhaupt kein Problem und wird dann direkt installiert und steht uns natürlich dann auch direkt hier zur Verfügung. Jetzt gucke ich mal eben, hier ist die YouTube Gallery, ja, dann könnte ich die hier eben entsprechend auch einfügen. So, dann gehen wir hier auch wieder auf Speichern.
Und was ich jetzt gerade suche ist, ich bin ja jetzt auf meiner Homepage. Ich möchte jetzt aber weitere Seiten von mir bearbeiten. Und dazu gehe ich jetzt einfach mal auf Weiter und gucke mal, was dann kommt. Ach, dann kommt die nächste. Also jetzt wäre ich auf der Seite über Balu, über den Hund Balu. Da könnte ich jetzt zum Beispiel ein Video einfügen, indem ich einfach hier die Videodatei oder dieses Videoelement hineinziehe, doppelklicke und dann heißt es hier zum Beispiel YouTube und Vimeo-URL. Ich suche mal gerade eine URL raus. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Video, Balu hat Spaß, ja. Dann suche ich mir also die URL raus, die steht ja hier oben drin. Die kopiere ich mir dann einfach mit Steuerung C und füge diese URL hier ein und gehe hier auf Bestätigen, beziehungsweise kann hier auch noch die Größe von meinem Player definieren, kann sagen, dieses Video soll automatisch wiedergegeben werden, was ich niemals tun würde, ja. Videos, die automatisch auf irgendeiner Webseite anfangen loszuplärren, das ist der letzte Dreck. Das will keiner sehen. Ja, man muss den Leuten schon die Möglichkeit geben, dass sie auch wirklich selbstbestimmt auf so ein Video klicken können, um das anzuschieben oder damit das dann losgeht. Ich gehe hier oben wieder auf den Haken drauf. Hier ist mein Video jetzt drin. Ich gucke mir das mal eben in der Vorschau an. Und dann sollte ich hier jetzt gleich das Video auch sehen und dann kann ich das hier auch anspielen. Ja, so, den Player, wie gesagt, kann ich ja so groß machen, wie ich das dann gerne hätte. Ja, dann kann ich natürlich die restlichen Elemente hier füllen oder ich lasse es bleiben oder ich habe hier auch noch die Stilmöglichkeit. Da kann ich zum Beispiel die Deckkraft oder eine Hintergrundfarbe noch mit reinnehmen, wenn ich das denn gerne wollte. Also ich habe hier verschiedene Möglichkeiten auch. So, dann gehe ich wieder auf Weiter. Dann wäre ich bei den Bildern. Da könnte ich jetzt eine Bildergalerie zum Beispiel reinnehmen. Zum Beispiel würde ich sagen, die möchte ich hier auf der ganzen Seite haben. Dann würde ich die zweimal anklicken und jetzt müsste ich natürlich hier die Bilder einfügen. Das mache ich auch mal eben. So, ich habe jetzt eben von meiner Festplatte die Bilder hier eingefügt und die kann ich mir dann hier auch direkt rechts angucken und kann auch hier Effekte dann natürlich vergeben, dass das Bild zum Beispiel hier so eingeblendet werden soll. Und das Bild soll zufällig eingeblendet werden. Und ja, machen wir mal eben weiter hier mit den Bildern. Ich habe jetzt hier das erste markiert, halt die Großschreibtaste gedrückt, markiere das letzte. Dann habe ich nämlich hier die Möglichkeit zu sagen, dass all diese Bilder per Zufall einen Zufallseffekt kriegen sollen. Ja, den Stil kann ich jetzt hier klassische Slideshow, also mit hier diesen zwei Pfeilen oder mit einer horizontalen Bilder, dann Galerie, dann werden die Bilder in klein hier unten nochmal mit angezeigt oder vertikal oder ich mache nur Miniaturansicht oder Miniaturansicht in verschiedenen Sektionen, horizontal Miniaturbilder oder vertikal, also so wie ich das eben habe. Ich möchte jetzt die klassische Art haben. Ich kann jetzt hier zum Beispiel meinen Pfeil verändern. Ich nehme mal jetzt zum Beispiel so ein Symbol hier und ja, das lasse ich jetzt alles mal und gehe hier auf den Haken wieder drauf. Guck mir das mal eben in der Vorschau an. So, wir haben jetzt gesehen, Zufall, ne? Und jetzt sollte nach 5 Sekunden sollte das Bild eigentlich weitergehen. Jetzt müsste wieder ein anderer Effekt kommen. Jawohl. Und wenn ich hier auf die Pfeile tippe, kann ich natürlich auch durch die Bilder hin und her switchen. So, dann gehe ich auch hier wieder auf Weiter. Dann wäre das jetzt mein Kontaktformular. Also da brauche ich ein Formular. Würde ich jetzt hier Kontaktformular auswählen. Links würde ich vielleicht noch einen Text setzen zum Kontaktformular. Hier klicke ich zweimal drauf. Dann muss ich jetzt natürlich hier ein paar Felder hinzufügen.
Also ich sage jetzt mal, eine Dropdown-Liste möchte ich haben, Anrede, Anrede. Dann füge ich dieser Liste natürlich ein paar Anreden hinzu, indem ich einfach sage, Frau, Herr, Frau Doktor, Herr Doktor und so weiter. Das kann ich natürlich so fortführen, wie ich das hier gerne hätte. Und gehe mal hier auf OK. Dann sage ich, brauche ich ein Feld für Textfeld, für den Vorname. Dann brauche ich eins für den Nachnamen. Nachname, so. So, ich kann das natürlich hier auch noch kennzeichnen, dass das ein Pflichtfeld ist. Und dann natürlich E-Mail-Feld sollte man nie vergessen. Ja, das ist immer ganz wichtig, damit man auch darauf antworten kann. So, und dann braucht man noch ein Textfeld, wo man, also einen Textbereich, wo man noch eine Nachricht hinterlassen kann. Die möchte ich mal auf 6 Zeilen hochdeklarieren und sage okay. Dann muss ich hier oben rechts gucken, was ist mit dem Versenden der E-Mail. Ja, hier würde ich jetzt E-Mail des Empfängers oder Bestätigungs-E-Mail an den Anwender senden. Ich kann also eine Bestätigungs-E-Mail senden. Das heißt, wenn derjenige auf Senden geklickt hat, kann ich hier so eine Art Autoresponder eingeben. So, eben mal das Telefon abgewürgt. Ja, also E-Mail des Absenders, da kommt natürlich dem seine E-Mail-Adresse rein. E-Mail des Empfängers, das wäre natürlich Ihre E-Mail-Adresse. Betreff und Nachricht. Hier kann man natürlich noch einiges selber reinschreiben. Dann können wir hier auch einen Anti-Spam-Filter, also einen Capture-Filter aktivieren. Und ich lasse das jetzt alles mal so, wie es ist und gehe auf OK. Nein, ich muss ein Pflichtfeld ausfüllen. Also gebe ich jetzt hier mal max@mustermann.de ein und gehe auf Bestätigen. Das Ganze gucke ich mir auch wieder in der Vorschau an. Und dann sehe ich, hier habe ich Kontakt, hier hätte ich jetzt noch einen Textbereich. Hier habe ich meinen Dropdown, kann also quasi auswählen, was ich hier eben vorher eingegeben habe. Fülle meine E-Mail aus, kann dann auf Senden klicken und kriege hier schön angezeigt, dass die Daten, was? Die Daten werden nun an die Adresse sowieso geschickt, wenn die Seite auf dem Server veröffentlicht ist. Klar, ist ja jetzt noch nicht auf dem Server veröffentlicht, ist ja erstmal nur eine Testseite hier. So, dann würde ich jetzt hier auch wieder auf Weitergehen. Das Impressum, ja, hier müssen jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen rein. Das würde ich jetzt hier über ein großes Textfeld laufen lassen. Da kann ich dann mein Impressum eingeben. In der Zwischenzeit tippe ich auch mal wieder auf Speichern. Ich muss mal gerade gucken, wie lang das Video schon ist. 33 Minuten. Nicht, dass das zu lang wird. Ja, dann gehe ich hier auf Weiter und komme in den Export. Jetzt kann ich sagen, ich möchte die Webseite, wenn die dann fertig ist und ich wirklich alles kontrolliert habe und so weiter, ich möchte den Export der Webseite ins Internet, das heißt per FTP, was ja eigentlich logisch ist. Da würde ich jetzt draufklicken und würde meine Serveradressen eingeben. Das heißt, meine FTP-Adresse, mein Benutzernamen, Passwort, das vorzugsweise kann man das hier auch speichern, damit man es nicht immer wieder neu eingeben muss. Das Zielverzeichnis, wo meine Webseite hin soll. Und hier unten kann ich dann sagen, okay, alle Dateien der Website hochladen oder nur Dateien hochladen, die seit dem letzten Export geändert wurden. Ich werde mir jetzt mal eben einen FTP-Zugang schaffen und dann gebe ich mal hier die Daten ein, dann gucken wir uns das auch mal gemeinsam an. So, ich habe mir jetzt FTP-Daten besorgt. Das heißt, ich gebe jetzt hier meine FTP-Daten ein, meine Verbindungsdaten. Das wäre hier einmal mein Server, dann wäre das mein Benutzername, Barlow Muster, mein Kennwort, das gebe ich mal eben hier ein. Ich sage auch einmal hier Passwort speichern und als Zielverzeichnis wähle ich das Root-Verzeichnis aus. So, wenn ich jetzt auf Weitergehe, also alle Dateien der Webseite hochladen, ich gehe hier auf Weiter, dann sollte jetzt die Verbindung hergestellt werden zu meinem Server. Das heißt, ich komme hier auch nicht raus, ich bin hier im Root-Verzeichnis drin. Hier ist alles leer. Und ich gehe dann jetzt als nächstes hier auf Weiter.
So, möchten Sie mit dem Export der Seite in das angegebene Verzeichnis fortfahren? Ja, natürlich möchte ich. Export der Seite wird vorbereitet, die Ordner werden erstellt. Ja, und jetzt dröppeln hier die einzelnen Dateien natürlich alle auf den Webserver hoch, sodass ich mir gleich auch die Webseite anschauen kann. So, jetzt sind alle Daten vorhanden. Ihre Website ist online. Hier kann ich jetzt draufklicken, dann öffnet sich die Website. So, das habe ich hier einmal gemacht. Hier ist dann die Website online und ich sehe hier das Bild, den Text, den ich hier eingegeben habe. Ja, und habe jetzt hier unten natürlich einen Content drin, den ich eigentlich so gar nicht haben möchte. Das heißt, was mache ich jetzt hier? Wo war dieser Content zu finden? Und zwar war das in den Vorlagen, in der Struktur des, nee, nicht in der Struktur vom Template, sondern im Inhalt vom Template, soviel ich weiß. Und zwar in der Fußzeile, genau. Das heißt, hier sehen wir ein Feld, da wäre eine Adresse drin. Dann gehen wir einfach mal hier rein, klicken hier zweimal rein, dann haben wir hier schon was drinstehen. Da schreiben wir mal Kontakt rein. Balu, Musterstraße 11 in bla 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 Musterhausen zum Beispiel. Ja, das lösche ich mal hier raus, drücke einmal auf Enter, bestätige das Ganze. Jetzt habe ich eine Änderung an dieser Webseite vorgenommen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach wieder auf Export, sage Export der Webseite. Nur die Dateien hochladen, die seit dem letzten Export am Montag geändert wurden. Weiter. Jetzt zeigt er mir hier das Verzeichnis an. Man sieht also, mein leeres Verzeichnis wurde jetzt ordentlich schon gefüllt. Ich gehe auch hier wieder auf Weiter und er müsste jetzt feststellen, dass er quasi nur ein paar Sachen ändern muss. So, und dann gehe ich wieder hier in die Website, mache mal ein Reload. Und sehe schon hier unten, habe ich das alles geändert. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel Create with Website X5 rausnehmen möchte, ja, dann ist dasselbe, dieselbe Vorgehensweise. Ich gehe wieder in die Vorlage, Inhalt des Templates, Fußzeile. Das hier wird das sein. Ich klicke es zweimal an, Create with, alles klar. Entfernen, kann ich das über die Entfernen-Taste drücken. Soll dieses Objekt gelöscht werden? Ja, natürlich, weg damit. Ja, hier habe ich zum Beispiel die Suche drin. Da steht jetzt hier Search. Das würde mich jetzt persönlich ein bisschen stören. Mal gucken, ob man das ändern kann. Kann man das ändern? Ach nee, hier unten steht es doch. Beschriftung Search, Suche. Ja, dann habe ich das auch eingedeutscht hier. Und kann natürlich hier auch die ganzen anderen Parts hier alle verändern. Ja, ich nehme das erstmal hier raus. Den Text, lasse das Ding aber hier drin. Gehe wieder auf Export. Weiter. Weiter. Und dann wird die Seite wieder hochgeladen, beziehungsweise der Export wird vorbereitet. Zeigt mir wieder an, welche Dateien geändert werden. Und das geht rucki zucki. Und dann gucke ich auch hier wieder F5 Reload. Und dann sehe ich, habe ich hier auch den Text rausgenommen. Dann könnte ich hier also quasi noch allerhand Änderungen vornehmen. Was stelle ich fest? Sobald ich scroll, steht hier noch einmal Strawberry drin, anstatt mein Hund Balu. Das ist natürlich ein bisschen störend. Da möchte ich jetzt nochmal gerne gucken, woran das liegt und möchte das dann auch ändern. So, und zwar wird das geändert auch in der Vorlage und zwar, wo war es denn, in der in den Vorlagen, so, und dann war das die Sticky Bar, nennt sich das. Das ist das Menü, also, was dann immer weiter hier herausklappt von oben und da auf Inhalte, dann steht hier noch Strawberry und da schreibe ich rein mein und Balu. Von mir aus wähle ich hier auch wieder Long Shadow aus und gehe hier auch wieder auf 19 und 19. Dann habe ich hier den Long Shadow drin.
Bestätige das Ganze mal und speichere auch mal. So, jetzt war 19 wahrscheinlich nicht ganz so intelligent, weil das gar nicht so groß ist. Wir gehen mal nur auf 5,5. So, speichern. Und dann gehen wir auch hier wieder auf den Export. Weiter. FTP-Verbindung steht. Weiter. Jetzt wird festgestellt, was alles exportiert wird. Webseite ist online. Und wir drücken einen Reload hier rein. Und jetzt steht hier auch mein Hund Balu drin. Ja. Und so kann ich hier fortfahren und kann quasi alles Mögliche hier an dieser Webseite editieren. Wichtig ist natürlich, dass der Inhalt, da kommt es natürlich drauf an, den müssen Sie natürlich selber gestalten. Aber das kennen wir ja noch, das war ja hier in den Seiten. Ja, und wir sind hier jetzt im Impressum. Wenn ich jetzt wieder an die Home-Seite will, an die Startseite will, dann klicke ich mich hier eben wieder durch, bis ich eben hier auf meiner Homepage bin. Und kann dann hier natürlich meinen Text weiter editieren und kann mir hier die Textelemente rausnehmen, so wie wir das vorhin auch gemacht haben, und kann die dann hier an entsprechender Stelle einfügen. Ja, kann ich mein Template im Nachhinein noch ändern? Auch das würde gehen. Ja, wir können hier auf die Einstellungen gehen, beziehungsweise auf die Vorlagen. Und gehen dann einfach hier unten auf Template ändern und können uns dann ein x-beliebiges anderes Template auswählen und würden das dann eben auch hochladen. Wichtig ist halt nur, dass man sich in die einzelnen Menüpunkte reinklickt und da die Sachen auch durcharbeitet. Ja, zum Beispiel hier Pop-up-Fenster, das wären hier solche Fenster, dass man das alles anpasst an seine Farben, an seinen Style, an seine eigenen Bedürfnisse. Und man kann, das haben Sie ja gerade gesehen, jederzeit Änderungen an der Webseite vornehmen. Und wenn ich was geändert habe, einfach hier Export der Webseite wieder neu hochladen und dann ist die ganze Sache geritzt. Ich hoffe, einen kleinen Einblick in Website X5 Evolution 14 geben zu können. Und oder ich hoffe, dass das einigermaßen auch klar war. Also es ist wirklich eine tolle Software, mit der Sie in 5 Schritten quasi, also ne, in 5 verschiedenen Rubriken, Ihre eigene Webseite schnell an den Start bringen können, schnell erstellen können. Und man muss sich halt mit den Inhalten nachher ein bisschen Zeit lassen. Und man sollte durch alle Menüelemente einmal durchklickern, damit man hier auch vernünftige Einstellungen festlegt. Und da kann man hier sehr schöne Sachen mitmachen. An dieser Stelle verabschiede ich mich und wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!